So. Ich würde auch sagen, wir können einfach mal schon mal direkt starten und dann gleich loslabern. Punkt 1. Ah, da sind meine Knöpfe. Azois Palkia, danke für 31 Monate Treue. Supergeil von dir. Die Level von Norman. Die muss jetzt erstmal nochmal gucken. Oh. Gegen die haben wir noch nicht gekämpft. Okay. Dann machen wir das jetzt. Erstmal kurz nochmal zur Einleitung. Dies ist ein Pokémon Party Randomizer. Der besteht darin, dass unser Team jedes Mal, wenn wir den Kampf neu starten, ein neues Team ist. Einfach mal gesagt. Und wir haben es so gemacht, dass wir auf jeder Route safe ein Pokémon auch fangen. Mittlerweile haben wir, glaube ich, von jedem aus unserem Wachdienst zwei Pokémon schon gefangen. Dementsprechend habe ich jetzt erstmal aufgehört, welche zu fangen. Ich werde dann erst, ja, wenn uns quasi die erste Runde komplett abkratzt, wieder neue fangen. Denn es ist auch so, sobald ein Pokémon besiegt ist, ja, is it dead und wird nicht mehr verwendet. Ist uns jetzt bei 2 oder 3 passiert? Weiß gar nicht mehr, welche uns da nochmal abgekratzt sind. Jedenfalls noch gar nicht so viele. Es ist so eine halbe Nuzlocke, ja. Und wir haben im letzten Stream zumindest die dritte und vierte Arena gemacht. Und ich habe gerade kein Pokémon mit mit Zertrümmerer dabei. Also müssen wir es wieder jemandem beibringen. Habe ich eigentlich Sonderbonbons geholt? Ja, gut. So, Rock Smash. Wer kann Rock Smash? Ali, du bist doch voll der Smasher. Wobei eigentlich hätte ich das Stella beibringen müssen, weil sie letztens gesmasht hat. Aber Ali ist so hart, der prügelt einfach Steine mit seinen Flügeln kaputt. Oder seinem Schnabel. Darf er sich aussuchen. So. Wir werden auch nicht alles an Trainern machen und so, also was einem so auf dem Weg begegnet. Ich mach mal auch eben mal einen Schutz an, damit wir erstmal safe bis nach Lüneburg zurück. Habe ich überhaupt mein Fahrrad ausgerüstet? Ja. Warum ich das nicht schon vorhin verwendet habe. Schenke mir Sachen. So, ich glaube, wir hatten letztes Mal noch nachgeguckt, auf welchem Level die Pokémon in der Arena sind, ne? Waren die Arena-Pokémon nicht 26 und Norman fängt bei 27 an? Ich meine, ich habe zumindest alle auf 26 gebracht. Yes. Und da wollen wir so eine halbe Nuzlocke. Also eine gerade aufgewischt, aber noch nicht ganz trocken Lok. Sie ist auch gerade nass Lok. Gibt es denn Leute, die das Ding auch etwas falscher schreiben? Das stimmt. So. So. Dann sind wir zurück in Blütenburg. Ich konnte mal kurz auf dem PC noch mal gucken, was wir aktuell eigentlich alles so haben. Okay. Dann gehe ich jetzt erstmal mit den 26 rein. Wir prügeln uns bis Norman durch. Dann mache ich die auf 27 noch alle und dann. Joa. So. Was wir bisher verloren haben. Kai? Genau, wir wurden weggekrittet. Kai hat so eine gute Arbeit gegen den Rivalen geleistet und wurde dann weggekrittet. Dann Melly wurde, glaube ich, auch weggekrittet. Ich meine. Und Alex, der wurde weggeburnt. Ansonsten haben wir aktuell im Team Stella, Leo, Eve, Gracie, Ale und Kai 2.
Und alle anderen auch nochmal als zweite Version auf der Box. Okay. Dann schauen wir mal. Alles noch im Kopf. Perfekt. So. Nehmen wir den linken oder nehmen wir den rechten Weg? Weil ich werde auch nur einen Weg. Einfach nur quasi bis einmal zu Norman durchgehen. Links oder rechts? Links. Okay. Der Speedroom. Schauen wir mal. Weil ich finde, ich meine, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, das richtig Interessante in diesem Spiel oder in dieser Challenge sind wirklich die, in Anführungsstrichen, Bosskämpfe. Es können auch andere Kämpfe richtig tense werden, aber ich glaube echt, das Coolste sind wirklich dann die Bosskämpfe. Das ist sogar ein ziemlich nettes Matchup. Also wir hatten auch schon ein paar normale Kämpfe, die richtig yikes wurden. Kai, bitte. Aber meistens sind die normalen Kämpfe eher so, ja, okay. Und dann kommen die Arena-Kämpfe und man denkt sich so. Also ich glaube, wir hatten jetzt zwei Arenen, die waren easy peasy. Und zwei Arenen, da mussten wir kämpfen. So. Dann schauen wir mal weiter. Stella regelt jetzt erstmal bis zum Arena-Leiter, habe ich gehört. Boah. So. Vielleicht. Wie stark ist das? Wenn wir in der Arena dann nicht die richtigen Pokémon haben, das kann wirklich in die Hose... Oh. Verdammt, ich habe mich verlesen. Ich dachte, das wäre Water Gun, nicht Water Sport. Das könnte wehtun. Ja, das tut weh. Ich wechsle aus. Was haben wir denn noch so? Ja! Ich muss mal gucken, was die für Attacken können. Der Bubble Beam, das klingt gut. Stella bedroht den Gildenmeister. Das ist wieder jetzt so ein Team, wo ich mir denke, almost yikes. Wir haben zum Glück dann doch noch was Gutes mit drin, aber... Ne? Das ist ein Team, das möchte ich gerne gleich nicht bei Norman haben. Uff, Kai. Indeed. Dann lehnen wir uns jetzt zurück und warten auf die Hyper Potions. Und ihr so blubbert ihr auch gerne rum. Gut, dass ich eh speziell angreife. Eigentlich bräuchte man so eine kleine Fusion aus... Hilfe? Ich glaube, ich wechsle gleich nochmal aus. Der Crit. Aus der Cool Story, Jan. Jan Cool Story und Claire Zip. Wie er da, keine Ahnung, nebenbei noch am Süffeln ist. M. Der Random Shadow Ball, was? Gehen wir nochmal raus und uns heilen. Also der erste Kampf war echt easy. Der zweite war schon ein bisschen anstrengender. Aber es geht noch. Noch ist nicht Katastrophe. Die kommt bei Norman.
Defense Room. Und nee, erst durch den Speed Room, dann Defense und dann noch der Strength. So. Stella, du darfst nochmal. Gucken, was jetzt zum Ende noch kommt. Hat er schon immer lila Clown gehabt? Sieht so seltsam aus. Was haben wir denn sonst noch potenziell? Alle, Kai, zumindest seid ihr euch einig. Ist das Quapuzzi oder Quaxo? Das ist Quaxo immerhin. Ich mach mal erstmal die Donnerwelle zur Sicherheit. Wenn das ein Crit gewesen wäre, wäre Stella dead gewesen. Eve. Ein Waterpuls. Sehr schön. Macht nicht viel Schaden. Hoffen wir, dass das Ding schnell weg ist. Yikes. Please, sei paralysiert. Okay. So, jetzt muss ich kurz mal gucken, was genau ist Submission auf Deutsch? Okay, das ist das, wo ich mich selbst verletze. Kill him? Yikes. Ja. Zengo war gerade schon ein bisschen gefährlich. Ah, Überroller, genau. Manchmal vergesse ich einfach die deutschen Namen von Attacken, die ich eh nie verwende. So, da ich jetzt keinen Bock habe, nochmal rauszulaufen, müssen wir ein... Oh, so viel Tränke habe ich gar nicht mehr, ne? So, aber die ganzen Tränke, die ich habe, erstmal die normalen. Was zum Heilen eigentlich? Nö. Super Trank. Ja. Pray für ein gutes Team. Gut, dann machen wir jetzt alle eben noch einmal auf 27. Und probieren damit dann... Nein, ich möchte keine Attacken lernen. Alles gut. Und probieren damit dann den lieben, netten Daddy. Die AP werden, glaube ich, jedes Mal wieder komplett aufgefüllt. Jedes Mal, wenn sie das Pokémon ändert. Weil, ist ja quasi ein komplett neues Pokémon mit komplett neuen Attacken. Kai, aus. Schlimm genug, dass du schon ein Eneko warst. So. Mal schnell speichern. Ich finde ja, weil Kai diesen schönen Pokémon-Vorschlag gemacht hat, darf er auch an die Spitze gehen und sich Norman als erster stellen. So, Daddy. Please be gentle. Sachen, die man nicht aus dem Kontext reißen sollte. Reflektor schon mal gar nicht mal so doof, vielleicht. Ich wechsle gleich direkt mal aus. Yo!
ein cooles Team auf jeden Fall schon mal. Außer Kai. Weil irgendwie hat sich Kai in dieses Team ein bisschen... Ja. Verirrt. Ich guck mal durch, was die so können. Ja. Ja, ist okay. Ist auch auf jeden Fall ziemlich cool. Body Slam ist nice. Und ob der PC schlau genug ist, bei Parish Song auszuwechseln. Ja gut, die Attacken, ne? Aber es ist stark. Okay. Dann würde ich erstmal bei Eve anfangen. Und einfach mal mit Wing Attack das Ding schon mal runterprügeln, während der Reflektor noch aktiv ist. So. Komm jetzt nicht mit speziellen Attacken an. Und kriegt mich auch nicht noch. Eve dead. Hat leider nichts gerissen. Killt bei Verwirrung und Crit. Ja, und da ist mein Reflektor schon wieder komplett weg. Hat sich gelohnt. Mein Angriff ist ein bisschen höher. Macht eigentlich keinen Unterschied. So ziemlich. Stomp ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen stärker. Okay, gucken wir einfach mal, ob ich durchkomme. 50-50. Nope. Aber zumindest sehe ich so, dass er gerade noch nicht heilen will. Ey! Darf ich jetzt mal durchkommen? Danke. Danke. 50-50, by the way. So, das hat uns jetzt 3 Pokémon gekostet. Also nicht direkt 3 Pokémon, aber halt... Ich werde die 3 nicht mehr verwenden können. Für ein Pandir. So, holen wir einmal eben alle rein für den Bedroher. Gerade für das Vieh kann ein Bedroher sicher nicht schaden. Problem ist, ich habe ein Headbutt. Mehr auch nicht. Wie viel Schaden machst du mir denn noch? Das ist okay. Natürlich reicht's nicht. Die Sache ist aber, da er jetzt heilen wird, werde ich auch eben heilen. Dann nehmen wir eine andere Taktik. Senken wir seine Verteidigung. So, Headboot. Okay, dann machen wir jetzt noch eine Heilung rein. Dann ist Ale halbwegs voll. Dann kann ich ihn gleich erstmal auswechseln. Und wenn ich ihn gleich wieder irgendwann reinwechsel. So, Linoon. Das kann Gracie mal machen.
Body Slam. Immerhin paralysiert. Jetzt muss ich nur ein bisschen Glück haben. Yikes. Einfach ge-one-hitted. Angriff hattest du. Ich brauche halt Ali gleich für Leta King. Deswegen kann ich ihn nicht jetzt schon reinholen. Außer... Lebt Stella einen Angriff von Leta King, ist die Frage. Dann könnte ich den Parish Song auf ihn gleich verwenden am Ende. Aber dann wäre es auf jeden Fall sehr gut, wenn ich Ali reinkriege. Das heißt, die beiden darf ich nicht verwenden. Ja. Dann brauchen wir Leo. Hoffentlich macht der Stomp genug Schaden. Natürlich nicht. Ich hätte ja auch ein bisschen Glück haben können mit der Flinch oder einer Paralyse, aber... Ne? Lassen wir mal weg. Okay, Kai. Do it! Kai hat Leo gerecht. So. Dann ist jetzt die Taktik. Wir wechseln, wir holen Ali rein. Senken den Angriff von dem Leta King. Hoffen, dass Stella den Angriff jetzt überlebt. Beziehungsweise... Ich könnte auch einmal angreifen. Ich meine, wie sind da die Verteidigungswerte von den beiden? 59 zu 45. KP-mäßig. 93 hast du jetzt noch. Aber sogar ein bisschen weniger KP. Dann. Okay, komm, Stella. Einen Angriff musst du mir überleben. Okay. I guess I'll take it. Okay, Stella. Sing ihm das schönste Lied, was du kriegen kannst. Das war wunderschön. So. Und dann gehen wir einfach wieder. Jetzt müssen wir nur noch zwei Runden überleben. Dann wiederum, wir haben drei Pokémon. Wir haben gewonnen. So, Counter ist auf 2. Einfach weil. Wow. Der Schaden. Exorbitant. Ich heil mal nochmal zur Sicherheit. Nicht, dass der uns Ali einfach wegballert. Und tschüss. Yikes. Ich glaube, das war die einzige Lösung, wie wir diesen Kampf hätten gewinnen können. Mit dem Team. Yikes. Ja, Ali hat einen Leta King besiegt, ohne es eigentlich richtig anzugreifen. Wie hat Hutut Wie hat Hutut überlebt? Hutut hat sogar einen
Pokémon besiegt, was zwei andere besiegt hat. Läuft. Gott sei Dank hatten wir Abgesang. Theoretisch sogar zweimal. Aber irgendwie hat das Geradax ein bisschen viel Schaden gemacht. Gut, dass Grace es paralysiert hat. Sonst hätte das Ding uns rasiert. Okay. Aber das hat trotzdem drei Opfer gekostet, dieser Kampf. Yikes. Leo, Eve und Gracie alle erwischt. Piplap. Oder Luca. Geht beides. Danke für 14 Monate Treue. Super geil von dir. Ich glaube, man kann nicht einfach zweimal Abgesang machen. Das würde ich vermuten, dass es dann einfach fehlschlägt. Aber trotzdem, stark gekämpft. Alle drei. Eve wurde nur leider ein bisschen... ja... ein bisschen kaputt gehext. So. Dann... ist es Zeit... unsere zweiten Varianten jetzt zu nehmen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Alia und Stella sind auch die einzigen ursprünglichen. So, Kai ist ja schon drin. Das heißt, Melly kommt als nächstes wieder rein. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Alex. Du bist nicht Alex. Da ist Alex. Und... ja, Eve darf wieder zurückkehren. Vielleicht müssen wir am Ende doch noch wieder bald Pokémon fangen, aber vier habe ich noch. Das heißt, erstmal geht's noch. So. Dann ist es Zeit für Training. Joa. Ballern wir die auch eben mal auf 27 hoch, dann sind alle gleich hoch vom Level. Sollte dann erstmal passen. Oh, guck mal, eine Entwicklung. Okay, weiter geht's. Ach, die kleine Carpador-Armee. So, und hier weiter. Bin mal gespannt, wer quasi am längsten überlebt. Oh, noch eine Entwicklung. Wer hätte es erwartet? So, und noch Eve. Oh nein, ich habe irgendeine Attacke verlernt. Und noch eine Entwicklung. ich habe noch genug, okay. So. Swagger. Ja, hier. Swag dann mal dein Gear. So, 10 Bonbons habe ich noch. Das reicht, um alle vielleicht nochmal ein bisschen zu erhöhen. Aber vielleicht nehme ich eben noch ein paar mit. Withdraw. Ich hätte gerne davon noch ein paar. Joa, 61 reicht erstmal. Okay. Dann. Oh, noch eine Entwicklung. Erinnert er so ein bisschen an. Oh, ein Shiny. Ja, das war schon geil. Bei den Shiny-Handstreams mit Svenja. Oh, Shiny. Und Svenja jedes Mal einfach nur so.